Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar dieses Mal zu einem XXL Avel Haul. So, das gab es schon etwas länger nicht mehr auf meinem Kanal, aber dieses Mal habe ich ordentlich zugeschlagen und es durften sage und schreibe 15 neue Bücher bei mir einziehen. Ich bin richtig, richtig gespannt, denn ich habe so viele coole Bücher ausgesucht. Also diesmal hatten sie so viele coole neue Bücher vorrätig. Und für alle, die Avel noch nicht kennen, da kann man Mängelexemplare kaufen. Also ja, die haben auch ganz normale Bücher wie in der Buchhandlung, aber die haben eben auch ganz viele Mängelexemplare und das ist eben das Coole, das sind Bücher, die haben kleine Mängel, wie zum Beispiel ein paar kleine Rechtschreibfehler oder Lagerspuren und werden deswegen dann günstiger verkauft und da kann man echt viel Geld sparen und deswegen, ja, liebe ich Avel und habe mal wieder ordentlich zugeschlagen. Ich habe von Avel auch einen Gutschein bekommen und das Video ist auch von denen gesponsert, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Deswegen habe ich auch einen Rabattcode dieses Mal für euch. Das ist echt das erste Mal, dass ich von Avel einen Rabattcode bekommen habe und zwar könnt ihr mit Nina10 ganze 10% sparen und zwar bis zum 30.09. und eben auf Mängelexemplare, also auch nur auf Mängelexemplare, nicht auf preisgebundene Bücher. Und dann könnt ihr ordentlich zuschlagen und vielleicht holt ihr euch ja auch eins der Bücher, die ich euch gleich vorstellen werde. Schreibt gerne wie immer in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher, die ich euch gleich vorstellen werde, schon gelesen habt. Dann können wir uns ein bisschen drüber austauschen. Und jetzt würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum. Wir haben immerhin ein riesiges Paket zum Auspacken und fangen direkt einmal an. Es ist auch wirklich schwer, dieses Paket hochzuheben. Es wiegt nämlich sage und schreibe 8 Kilo. Also es ist echt crazy. Ich kann es euch einmal zeigen. Oh, ich krieg's gar nicht ganz ins Bild, weil es so riesig ist und so unheimlich schwer. Aber es sind auf jeden Fall richtig, richtig viele coole Bücher drin und wir fangen einmal direkt an. Ich habe insgesamt, glaube ich, 56 Euro ausgegeben. Also ich habe einen 50 Euro Gutschein bekommen von Avel und dann habe ich noch 6 Euro von meinem Geld ausgegeben, weil ich ja noch ein bisschen mehr gefunden habe. Und man bekommt ja immer ab 55 Euro noch ein paar Gratisbücher, deswegen das konnte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Aber ich finde es echt crazy, dass für die Summe dann 15 Bücher zusammenkommen. Also ja, das ist auf jeden Fall schon eine Menge. Und wir starten direkt mit dem Buch, was ich auch schon gelesen habe. Das habe ich nämlich aus dem Paket rausgenommen, weil ich konnte es nicht abwarten. Und zwar ist das dieses hier. Das ist Rose Snow 19, das dritte Buch der magischen Angst und ich habe ja, ich weiß gar nicht, vorletzten Monat habe ich den ersten und zweiten Teil der Reihe gelesen als E-Books und fand die richtig, richtig cool und wollte unbedingt weiterlesen und ich habe dann gesehen, dass es das einfach bei Avel gibt und war richtig so, oh mein Gott, das muss ich unbedingt haben. Und ja, habe es dann auch direkt durchgelesen, weil ich wie gesagt schon sehr, sehr gespannt war und es auch schon sehr lange lesen wollte. Und es sieht super aus. Also klar, es hat halt diesen Mängelexemplarstempel, aber das war es auch schon. Sonst sieht es aus wie neu. Es sieht wirklich perfekt aus. Und ja, ich werde jetzt nicht viel zum Inhalt sagen. Das werde ich euch dann im Lesemonat berichten. Aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Genauso wie die ersten beiden Teile. Es geht so ein bisschen darum, dass die Protagonistin wird im ersten Teil von einem Raben verfolgt und es wird ja auf einmal ganz komisch, also es ist so Magic Realism, also es ist eine normale Welt, aber sie beginnt plötzlich Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Sie beginnt die Angst von anderen Menschen zu spüren und deswegen auch der magischen Angst. Aber ja, so viel dazu, es geht dann auch um Götter und alles, es ist super, super spannend und super gut geschrieben und ja. Das erste Buch von Rose Snow. Es werden noch viele weitere Bücher folgen, weil ich fast alle aus dem Shop mitgenommen habe. Weil, ja, ihr wisst ja, ich bin seit dieser Reihe irgendwie so ein totaler Fan und deswegen wollte ich unbedingt noch mehr von den beiden lesen. Also ich, soweit ich weiß, ist Rose Snow ja ein Autorin-Duo, auch wenn es halt, das glaube ich nur, also ich glaube nicht nur, sondern das ist ja nur ein Pseudonym. Aber dahinter stecken, glaube ich, zwei Autorinnen. Korrigiert mich, wenn ich damit falsch liege. Aber ja, bin ich auf jeden Fall großer Fan von. Weiter geht's kurz mit was ganz Langweiligem, weil es nämlich oben drauf liegt. Und zwar habe ich mir so Sticky Notes bestellt für 99 Cent, weil ich mir so dachte, okay, ich brauche unbedingt welche und für den Preis kann ich nicht Nein sagen, weil ich benutze die halt ganz gerne, um mir Stellen in Bücher zu markieren. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Da geht's mit einem Buch, was ich früher mal ganz gerne lesen wollte, aber irgendwie mir dann doch nie geholt habe. Und jetzt gab es das bei Avel, ich glaube für 1,99 oder 2,99, deswegen konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und es ist auch ein Hardcover. Und zwar ist das dieses hier, das ist 5 Sterne für dich von Charlotte Lucas. Und es sieht wirklich so, so hübsch aus. Es ist so lila und dann hat es einen gelben Buchschnitt. Also es ist nicht vergilbt. Ich war auch erst so, hä, es ist vergilbt, aber nein, es ist Absicht. Und es ist so klein und kompakt, also so groß wie mein Kopf. Und ich habe mir den Klappentext damals
es auch durchgelesen, als ich es bestellt habe, aber es ist jetzt schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, worum es geht. Aber es ist auf jeden Fall auch in einem Top-Zustand, also da ist auch nichts dran, außer diesem kleinen Mängelexemplarsstempel hier. Aber ihr seht ja auch, das Hardcover ist nirgendwo abgemackt, es sieht wunderschön aus. Und es ist so süß klein, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein putziges Buch. Es ist auch schon was älter, ich glaube, es ist 2016 oder so erschienen, also vielleicht haben es ja schon einige von euch gelesen, dann schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber wir schauen jetzt einmal gemeinsam auf den Klappentext. Ist auch ein relativ langer. Und zwar, davon ist Konrad überzeugt. Denn er hat schon genug... Ach so, da steht was auch noch oben. Für ein gutes Leben gibt es ein simples Rezept. Man muss nur alles Schlechte vermeiden. Ja, ist schwierig. Davon ist Konrad überzeugt, denn er hat schon genug Schlimmes erlebt. Seinen Lebensunterhalt verdient er, indem er bezahlte Rezensionen nach Kundenwunsch schreibt. Auch privat versieht er alles mit Sternen. Die flinke Kassiererin, den lauwarmen Kaffee und Pia, die neue Klassenlehrerin seiner Tochter. Zu hübsch, zu unsicher, nicht geeignet für den Lehrerberuf. Gerade mal 2 knappe Sterne von 5. Als Pia Wind davon bekommt, will sie Konrad eine Lehre erteilen. Dass er zum neuen Elternvertreter gewählt wird, passt ihr da bestens ins Konzept. So kann sie ihn mit lästigen Aufgaben ordentlich ins Schwitzen bringen. Doch als einer ihrer Schüler gemobbt wird, erweist sich ausgerechnet Konrad als Hilfe. Oh ja, okay. Dann weiß ich wieder, warum ich es gekauft habe. Ich studiere ja selber auf Lehramt und ich finde es immer richtig cool, wenn irgendwer der Charaktere auch Lehrerin ist und in dem Fall ja dann Pia. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es hört sich auf jeden Fall nach so einer herzerwärmenden Geschichte an. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich lese ja auch gerne mal, ich sage immer Erwachsenenromane, weil in dem Falle sind ja dann die Protagonisten schon etwas älter. Und ich finde, die haben immer so ein ganz besonders schönes Flair und deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr aufs Lesen. Weiter geht's mit einem meiner Gratisbücher. Ich habe ja gerade schon gesagt, ab 33 Euro Bestellwert bekommt man ein Buch gratis und ab 55 Euro Bestellwert. Und das ist mein 33 Euro Bestellwert Gratisbuch und zwar ist das Knight of Crowns von Stella Tuck. Kämpfe um dein Herz und ich finde, das sieht wunderschön aus, also mit diesen goldenen Details, ist wirklich, wirklich hübsch. Ich werde den Klappentext euch nicht vorlesen, weil das ist nämlich ein zweiter Teil und ich habe mir den ersten Teil auch bestellt, also den habe ich auch und deswegen dachte ich mir, okay, dann habe ich immerhin die Reihe komplett. Und das hat auch hier unten einmal Mängelexemplarstempel, aber sonst sieht es auch wie neu aus und ist wirklich, wirklich cool, dass es das gratis dazu gibt, weil es ist ja auch noch ein relativ aktuelles Buch. Ich habe bisher von Stella Tuck, glaube ich, nur dieses Kiss Me Once gelesen. Das hat mir ja nicht ganz so gut gefallen, aber das hier ist ja was ganz anderes. Das ist ja Fantasy und hat nicht so viel, glaube ich, mit so Teenie-Romance zu tun und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird und vor allem, ich werde dann natürlich erst den ersten Teil lesen und dann den zweiten Teil, aber es war auf jeden Fall jetzt ein cooler Zufall, dass es das gab und ich war so, oh cool, dann kann ich die Reihe vervollständigen und ja, bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Es sieht auf jeden Fall vom Cover her super, super schön aus und ich hatte den Klappentext im ersten Teil auch gelesen und es war so ein bisschen wieder dieses royale Flair, was ich ja immer so liebe. Ich liebe es ja, wenn Prinzen, Königinnen oder was auch immer in Büchern vorkommen. Dann bin ich ja schon hin und weg und begeistert und so war das hier auch. Deswegen bin ich mal sehr gespannt und ich sehe gerade, es ist so ein Schachbrett auf dem Cover und siehst so eine Schachfigur in der Mitte. Sieht sehr, sehr cool aus. Also bin ich schon sehr, sehr gespannt. Weiter geht's mit meiner liebsten Kategorie bei Avell, denn ich gucke mal bei Buchpaketen. Da gibt es dann nämlich so ein Paket aus verschiedenen Büchern. Entweder es gibt ein Genre-Paket, das heißt, man bekommt aus einem Genre verschiedene Bücher oder man kann eben eine ganze Reihe kaufen und ihr wisst ja, dass ich da immer sehr, sehr gerne zuschlage und auch dieses Mal habe ich da zugeschlagen und zwar habe ich mir dieses Paket hier von Jugendbüchern gekauft und bin da schon sehr gespannt drauf, denn es hat nur 9,99 € gekostet, also diese 4 Bücher. Das finde ich echt, ist ein super krasses Schnäppchen, vor allem die sehen alle richtig top aus. Ich sehe gerade, okay, bei dem einen ist es hier oben der Mängelexemplarstempel und bei den anderen ist es hier unten, aber sonst sehen die ja alle aus wie neu. Und dann für diesen günstigen Preis, da konnte ich nicht nein sagen, ich habe tatsächlich noch nie was von den Büchern gehört. Ich habe auch vorher noch nie was von dem Verlag gehört, also da steht Moon Notes drauf. Ich habe mal reingeguckt, das ist irgend so ein Imprint von Oettinger. Vielleicht sind die pleite gegangen, keine Ahnung, warum die Bücher so günstig waren. Auf jeden Fall haben die sich total interessant angehört, deswegen konnte ich da auch nicht drum herum gehen. Ihr wisst ja, ich liebe Jugendbücher und lese das Genre total gerne und deswegen dachte ich mir, okay, das ist ideal. Das sind 4 coole Bücher, zumindest sehen sie so aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eins davon kennt. Ich zeige sie euch mal genauer. Und zwar ist das hier Memories of Summer, Wer bist du ohne Vergangenheit? Das ist ein wirklich schönes Cover, also ich bin richtig, richtig begeistert. Das nächste ist das hier, Bevor wir alles verlieren von Heike Abidi. Das sieht auch total schön aus, also ich finde allgemein alle von diesen Covern sehen total artsy und besonders aus.
Also deswegen war ich auch schon so, das finde ich richtig schön, das Cover. Und zwar ist das Hard to Say I Love You und es sieht auch richtig pretty aus. Und dann ist das nächste dieses hier, das ist The Dating Game und das ist auch richtig schön. Somit ist es halt ein Regenbogen und der Mensch ist da drin. Ne? Also es sieht richtig cool aus. Und ja, ich würde sagen, wir lesen auch jetzt mal den einen oder anderen Klappentext, vielleicht nicht von allen Vieren, aber von dem jetzt hier auf jeden Fall, weil ich es in der Hand habe. Und ja, können uns einen Eindruck verschaffen, worum es in den Büchern so geht. Also die hängen auch alle nicht miteinander zusammen, also es sind alles eigenständige Bände, eigenständige Bücher. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Okay, hier hinten ist auch noch ein Sticker drauf, den muss ich einmal abmachen, bevor ich den Klappentext lesen kann. Und zwar, manchmal findest du die Liebe da, wo du sie am wenigsten suchst. Kennst du das? The Dating Game, eine Reality-Show, gedreht in Portugal. Okay, ja, das ist schon richtig cool. Ihr wisst ja, es gibt so zwei Sachen, die ich einfach liebe. Und zwar ist das immer dieses royale Flair und wenn es um Reality-Shows geht. Am besten ist, wenn es jetzt irgendwie gemixt ist, also wie zum Beispiel bei Valentina Faas in der Reihe, bei Royal. Das ist schon sehr perfekt, aber das hört sich auch schon sehr cool an. Mit der Tilda eigentlich nichts zu tun haben will, wäre da nicht ihre Zwillingsschwester Maxime. Maxime, die immer für eine Überraschung gut ist, nimmt an der Show teil und verliebt sich unsterblich in Single Florian. Doch sie muss aus dem heißen Portugal dringend zurück nach Deutschland und hat einen Plan. Tilda, die ihr bis aufs Haar gleicht, nimmt ihren Platz in der Show ein, um Florian für sie zu angeln. Keine gute Idee, oder doch? Okay, das hört sich sehr cool an und sehr interessant. Vor allem auch sehr besonders. Also irgendwie habe ich das jetzt gar nicht gedacht bei dem Cover. Aber hört sich richtig cool an. Und vor allem auch so Rom-Com-mäßig, ne? Was ja gerade sowieso totaler unten kommen ist. Weil es auf BookTok wird ja gefühlt jedes Rom-Com-Buch total gehypt. Und da finde ich, passt das hier auch perfekt rein. Also das schreit für mich Rom-Com, auch vom Cover her. Könnt ihr mal dann noch den Klappentext hiervon lesen, weil ich finde, das sieht so ein bisschen anders aus vom Vibe. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie sieht das ein bisschen traurig aus, das Buch vom Cover her. Ich weiß auch nicht, aber schauen wir mal drauf. Wir müssen natürlich wieder den Sticker hier abmachen. Ich schmeiße die jetzt hier alle auf den Boden. Ich werde sie gleich aufsammeln, weil, ja, sie sammeln sich. Und zwar, dein größtes, tiefstes, wildestes Gefühl, beschreib es mir. Lailas Mitbewohnerin Stella schleppt sie mit zu einem Creative Writing Workshop. Zwar studiert Laila Englisch, doch selbst zu schreiben war nie ihr Ziel. Ging es nach ihrem unsterblichen Coach Jordan, sollte das auch lieber so bleiben. Oberflächlich und einfallslos sind ihre Texte also. Laila wäre nicht sie selbst, wenn sie diese Bemerkung einfach so hinnehmen würde. Okay, also der Klappentext ist jetzt nicht besonders aussagekräftig, finde ich. Er ist sehr kurz. Ich meine, es geht irgendwie um Creative Writing und dass sie über ihre Comfort Zone hinausgeht. Ich bin mal gespannt. Da fand ich den anderen Klappentext jetzt gerade schon ein bisschen interessanter, aber das sagt ja noch nichts. Also es hört sich halt nach einer typischen Love Story an. Und was haben wir jetzt hier noch, bevor wir alles verlieren? Und dann haben wir noch diese hier. Ich lese noch den Klappentext. Oder... Okay, warte mal. Ich lese den Klappentext einmal und dann gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung. Okay, also hier geht es darum, dass die Protagonistin eine tödliche Krankheit diagnostiziert bekommt und dann nochmal ja, ihr Leben in vollen Zügen genießen möchte auf einem Roadtrip. Also das ist ja auch eine relativ typische Geschichte. Also solche Geschichten habe ich auch schon öfter gelesen. Und hier, das ist ein bisschen abgespaced, hier geht es darum, dass man seine Kindheitserinnerungen spenden kann, um Depressionen zu heilen, also Depressionen von anderen Menschen. Aber dafür muss man halt eben seine Erinnerungen abtreten und ja, deswegen, wie bist du ohne Vergangenheit, macht dann schon Sinn. Also hört sich auf jeden Fall nach einem richtig interessanten Konzept an, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, also ich finde, da habe ich auf jeden Fall einen guten Deal gemacht und bin sehr gespannt auf die vier Bücher. Das Paket ist immer noch so, so voll und wir machen einmal weiter mit diesem Buch hier und zwar ist das der zweite Teil von Matching Night, Liebst du den Verräter von Stefanie Hasse. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, glaube ich, den ersten Teil gelesen und habe mich ultra gefreut. Ich war so, oh mein Gott, sie haben den zweiten Teil, das heißt, ich kann endlich weiterlesen. Ich hatte nämlich, glaube ich, den ersten Teil letztes Jahr zum Geburtstag bekommen und fand den auch richtig cool, weil es so ein Schwesternschaft, Mystery-Vibe hat und man wusste nicht so genau, es war so eine sehr mysteriöse Schwesternschaft und Bruderschaft und man wusste nicht so genau, okay, was geht da ab? Also, ich glaube, sie hießen The Ravens. Ich bin mir aber auch nicht mehr so sehr sicher. Könnte auch sein, dass ich es gerade durcheinander bringe. Ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, hier kann ich jetzt nicht viel draus schließen, weil es der zweite Teil ist und ich den Klappentext nicht vorlesen werde. Ich muss mir auf jeden Fall erstmal nochmal eine Zusammenfassung vom ersten Teil durchlesen. Ihr kennt mich ja, ich vergesse gefühlt super schnell so richtig wichtige Details und Charaktere und es wäre natürlich doof. Aber ich freue mich riesig, dass ich jetzt weiterlesen kann. Vielleicht lese ich den ersten Teil auch nochmal und lese dann so nahtlos weiter. Ich glaube, das wäre auch eine coole Idee. Aber ich habe mich super gefreut und es sieht auch noch sehr, sehr neu aus. Also hier ist auch nichts. Klar, so ein paar
ja, so ein paar Dreckspuren vom Lagern wahrscheinlich und hier auch so ein paar Eindellungen und hier ist halt der Mängelexemplarstempel, aber wirklich nichts Dramatisches. Wenn man es so ins Regal stellt, dann sieht es aus wie neu und ich bin so gespannt und ich finde es einfach so cool, weil das war eins der Bücher, die ich dann direkt bei Avel gesehen habe und direkt war so, oh mein Gott, das muss ich auf jeden Fall haben, ich muss schnell bestellen, damit es nicht irgendwie weg ist. Und ja, ich bin super, super gespannt und freue mich sehr aufs Lesen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den zweiten Teil von Matching Night schon gelesen habt und wie er euch gefallen hat. Weiter geht's mit einem spontanen Kauf meinerseits. Das Buch habe ich nämlich gesehen und mich hat das Cover sofort total angesprochen und ich war so, okay, ich habe noch nie von diesem Buch gehört, aber ich möchte es allein wegen des Covers haben. Ihr kennt mich ja, ich bin eine totale Coverkäuferin. Und zwar ist das dieses hier. Das ist Shadow Tales, das Licht der fünf Monde von Isabel May, keine Ahnung. Und zwar sieht es so aus und ich finde, das sieht so schön aus. Also es kommt jetzt in der Kamera gar nicht so rüber, aber hier ist auch noch so Glitzer drauf und es sieht irgendwie so mysteriös aus, so Fantasy-mäßig und gerade so Richtung Herbst, Winter lese ich einfach super gerne Fantasy, deswegen musste ich das unbedingt mitnehmen. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Liebesromane und Romcoms gelesen und ich dachte mir, oh, das hört sich cool an, das könnte ein schöner Ausgleich sein. Also ich habe mir auch den Klappentext durchgelesen, den lesen wir aber gleich auch nochmal zusammen durch. Und das Cover, einfach ein Traum, also es ist einfach so schön, ich weiß auch nicht, es hat mich direkt so krass angesprochen. Es sieht ebenfalls aus wie neu, das lese Bändchen und ist auch noch eingeschlagen und hier steht einfach nur Mängelexemplar und das war es auch. Und der Sticker ist tatsächlich mal nicht über dem Klappentext, das heißt, wir müssen ihn auch nicht direkt abziehen und auf den Boden werfen. Und dann würde ich sagen, lesen wir uns einmal den Klappentext durch. Und zwar, die verträumte Leilani, ich weiß es nicht, kennt mich ja, wächst in einem kleinen Dorf im Königreich Vale auf. Schon immer spürt sie eine starke Verbindung zu den fünf Monden, die nachts am Himmel erstrahlen. Doch in der Nacht ihres 18. Geburtstags überschlagen sich die Ereignisse und sie gerät in einen Strudel aus dunklen Geheimnissen und gefährlicher Magie. Zusammen mit ihrem besten Freund Hayes macht sie sich auf, ihrer wahren Bestimmung zu folgen und muss dabei alles in Frage stellen, was sie je über sich und ihr Leben zu wissen glaubte. Der Auftakt einer epischen High-Fantasy-Dilogie rund um Liebe, Elementarmagie und Verrat. Okay, das hört sich, finde ich, sehr, sehr interessant an. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Fantasy, High-Fantasy, das ist all das, was ich super gerne so Herbst, Winter lese. Und vor allem bin ich auch sehr erleichtert zu hören, dass es eine Dilogie ist. Das heißt, es gibt nur noch einen weiteren Band, den kann ich mir dann danach zulegen, weil bei einer Trilogie ist dann immer dann, hat man sich den zweiten Teil geholt, dann muss man sich den dritten Teil holen oder wenn es noch eine längere Reihe ist. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr erleichternd und ich bin super, super gespannt. Ich schaue mal rein, wie viele Seiten es hat. Okay, es hat so knapp 400 Seiten, aber es ist sehr groß geschrieben. Also sowas motiviert mich ja immer, wenn man dann super schnell durch das Buch durchkommt. Oh, ich bin super gespannt. Ich finde, es sieht einfach so cool aus, weil ich liebe es einfach, so neue Bücher zu entdecken, von denen man irgendwie vorher noch nie gehört hat, weil ich kaufe ja auch, das gebe ich auch zu, ich kaufe ja auch viele gehypte Bücher. Ihr habt es ja auch letztens, beziehungsweise diese Woche eigentlich erst gesehen in meinem Neuzugänge-Video, dass ich viele Bücher gekauft habe, die eben auf BookTok gerade total im Hype sind. Und ich lese ja auch gerne solche Bücher, von denen ich dann weiß, okay, sie werden wahrscheinlich gut sein, weil es haben sie eben unheimlich viele Leute gelesen. Aber ich lese auch gerne mal so Bücher, von denen ich vorher einfach noch nie was gehört habe. Genauso auch wie gerade diese vier Bücher in diesem Buchpaket, davon habe ich ja auch noch nie vorher gehört. Und hier ist es ja auch der Fall und ich bin super, super gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Weiter geht's mit zwei Büchern, die ich aber unabhängig voneinander gekauft habe. Sie waren jetzt kein Bundle, aber das sind diese hier und sie sind wieder mal von Rose Snow. Und zwar der erste Teil ist Ein Augenblick für immer von Rose Snow und da unten steht das erste Buch der Lügenwahrheiten. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, das hier ist das zweite Buch der Lügenwahrheiten. Und ich war richtig happy, als ich das gesehen habe, weil teilweise gab es eben von Rose Snow dann immer nur zweite Teile, dritte Teile. Und ich war so, ja, das bringt mir aber nichts, weil ich den ersten Teil ja nicht gelesen habe. Und hier gab es dann direkt Band 1 und 2 und da dachte ich mir, okay, da schlage ich auf jeden Fall sofort zu. Und die sehen auch super aus. Also die haben, wie jetzt alle Bücher davor auch schon, den Mängelexemplarstempel einfach hier unten und das war es dann auch schon. Die haben auch keinen Sticker innen auf dem Klappentext und ich bin super, super gespannt, weil jetzt habe ich noch mehr Bücher von Rose Snow und es kommt auch noch eins. Also ich habe insgesamt 4 Bücher von Rose Snow bestellt und ich habe noch nie was davon gehört. Ich habe euch ja mal gefragt, welche Bücher ihr von Rose Snow empfehlen könnt und ich weiß nicht, ob das dabei war. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Ich muss nochmal reinschauen, das hatte ich mir vorgenommen, um mir da nochmal so ein Bild von zu machen. Aber schreibt es auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn ihr die Reihe schon gelesen habt. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, weil das waren auch Bücher. Ich habe einfach geschaut, welche von Rose Snow sind verfügbar, wo sind die ersten Teile verfügbar. Und dann habe ich die einfach alle mitgenommen, die es gab. Deswegen gar keine Ahnung, worum es geht. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden.
Und zwar, June glaubt nicht an die alten Legenden des sagenumwobenen Cornwall, als sie beschließt, ihr Abschlussjahr bei ihrem Onkel in England zu verbringen. Allerdings stößt sie vor Ort nicht nur auf ein prächtiges Herrenhaus voller Geheimnisse, sondern auch auf die ungleichen Brüder Blake und Preston, die eine magische Anziehung auf sie ausüben. Doch die beiden scheinen ihr etwas zu verschweigen, und während Junes verbotene Gefühle für die Zwillinge immer stärker werden, ziehen rätselhafte Ereignisse sie unaufhaltsam in ihren Bann, bis ein einziger Augenblick alles verändert und June merkt, dass eine uralte Gabe in ihr erwacht. Okay, es hört sich auf jeden Fall natürlich nach Fantasy an, wie auch schon, ja, dieses, war es jetzt magische Angst? Auf jeden Fall die Reihe 19, magische Angst, das hört sich, ist ja auch Fantasy und das hört sich ähnlich an, auch wieder mit so einer verborgenen Gabe, also auch wieder Magic Realism, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Ich fand den Klappentext jetzt nicht ganz so aussagekräftig, klar, spielt es in England, aber was genau da in ihr erwacht, weiß ich jetzt nicht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, vor allem das Wort Lügenwahrheiten ist ja auch irgendwie so, ne, paradox, weil Lügen und Wahrheiten, ne, ist ja genau das Gegenteil voneinander. Aber bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf und ich werde euch auch berichten. Ich finde, die Cover sind so semi-schön, also ich finde, es könnte schöner aussehen. Ist ja auch bei der Reihe gerade, da könnten die Cover auch schöner aussehen. Aber es geht ja nicht um die Cover, sondern es geht um den Inhalt, deswegen. Aber deswegen habe ich auch immer einen großen Bogen eigentlich um Rose Snow Bücher gemacht, weil ich immer war, ah, die Cover sprechen mich nicht an und ihr wisst ja, ich bin Coverkäufer. Aber ich habe ja den Schritt gemacht und ein Buch von dem Autorinnen-Duo gelesen und es hat mir sehr gut gefallen und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, die weiteren zu lesen und ja. Ich werde euch auf jeden Fall dann berichten. So, weil wir ja gerade bei Rose Snow sind, machen wir auch direkt mit Rose Snow weiter, denn ich habe noch ein weiteres Buch bestellt. Und zwar ist das dieses hier, Zwei Seelen, das erste Buch der Unsterblichkeit. Und das finde ich sozusagen, also das finde ich wieder schöner, auch wenn es ein sehr, sehr simples Cover ist, hat es halt eben diese Goldeffekte. Und schaut euch das mal an, wie wahnsinnig schön das aussieht in dem Licht. Also es ist echt ein absolutes Träumchen. Ich gucke sie gerade die ganze Zeit so in meinem Sucher hier an und ich finde, es sieht so, so schön aus. Oh mein Gott. Ich bin richtig begeistert. Das ist auch ein Hardcover, wie ihr seht. Also ihr könnt auch den Umschlag abnehmen. Okay, und es hat sogar auch was unterm Umschlag, das finde ich auch immer richtig cool, weil meistens sind die Bücher ja unter dem Umschlag dann einfach so blank. Also bei Matching Night ist auch auf jeden Fall das Cover nochmal unterm Umschlag und das sieht auch super aus. Also noch nicht mal am Umschlag ist irgendwas dran, also der ist an keiner einzigen Stelle eingerissen, der fühlt sich auch an wie komplett neu und es ist wie gesagt immer nur hier unten der Mengelexemplarstempel und dann sind hier so ein paar Abnutzungsspuren. Aber nichts Dramatisches und ich finde, es sieht einfach wunderschön aus. Es ist auch ein sehr dickes Buch. Ah, und es hat auch hier immer so Rosendetails im Buch. Sowas finde ich auch immer richtig schön. Schauen wir einmal, wie dick es tatsächlich ist. Ja, es hat fast 500 Seiten, also es ist schon ein ordentliches Buch, aber ich bin sehr, sehr hyped. Vor allem ist es ja wieder Fantasy. Also ihr seht, glaube ich, dass ich doch dieses Mal auch relativ viel Fantasy bestellt habe. Bei mir switcht das einfach immer so mit den Jahreszeiten. Also jetzt so gerade im Sommer, Frühling lese ich einfach unheimlich gerne so Liebesromane. Und dann jetzt, wo es so ein bisschen kälter wird und man sich auch so ein bisschen in sein Bett so einsnaggeln kann und dann finde ich das irgendwie immer schön, auch ein bisschen Fantasy und High Fantasy zu lesen. Und ja, ich bin super gespannt. Wir lesen einmal den Klappentext zusammen. Und zwar, Zwei Seelen, ein Schicksal. Als drei geheimnisvolle junge Männer in ihr Haus ziehen, wird Kielas oder Kelas, keine Ahnung, die haben immer so komische Namen, Leben noch verwirrender als ohnehin schon. Schließlich spricht sie seit kurzem mit dem Geist ihres verstorbenen Großvaters, erhält rätselhafte Briefe und sieht Dinge, die es gar nicht geben sollte. Besonders einer der neuen Mitbewohner, der unnahbare Nero, bringt Kelas Herz völlig durcheinander. Dabei hat sie keine Ahnung, wer er wirklich ist und was er von ihr verbirgt. Sie ist längst Teil eines ewigen Spiels um Leben und Tod und Nero ist nicht nur mächtig und unsterblich, sondern auch für immer an eine andere gebunden. Okay, Band 1 der atemberaubenden Romantasy-Reihe. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie viele es davon gibt. Wahrscheinlich auch wieder 2 oder 3 Teile. Ja, den einzigen Namen, den ich jetzt kannte, Nero, heißt ja auch Kaiser Nero. Den hatten wir in meinem Lateinunterricht. Daher kenne ich den Namen, aber sonst, ich denke mal, er wird nichts damit zu tun haben. Aber ich bin mal gespannt. Es hört sich auf jeden Fall sehr mysteriös an. Also ich finde den Klappentext sehr, sehr interessant. Also tatsächlich interessanter als gerade von der Reihe mit den Lügenwahrheiten. Aber heißt ja noch nichts. Der Inhalt muss ja erstmal interessant sein. Ich bin auf jeden Fall super, super gespannt darauf, es bald zu lesen. Und ihr werdet ja eh alle meine Meinung sehen in meinen Lesemonaten, wenn ich die Bücher dann endlich gelesen habe. Aber ich meine, da habe ich natürlich ordentlich was zu tun bei 15 Büchern. Könnte das etwas dauern, also dann in den nächsten Lesemonaten. Also ich brauche schon ein paar Monate wahrscheinlich, um alle zu lesen.
So, damit sind wir auch fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich habe nur noch eine Buchreihe für euch, die ich mir bestellt habe. Und zwar gab es die gratis, also das ist die Reihe, die es dann gratis gab, ab 55 Euro Bestellwert. Also es gab nicht nur ein Buch gratis, sondern es gab ein ganzes Buchpaket gratis. Und ihr kennt mich ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Und deswegen habe ich dann noch diese drei Bücher hier bekommen. Und ich war so überrascht, als ich das Paket aufgemacht habe, weil ich damit gerechnet habe, dass es Taschenbücher sind. Und es sind Hardcover und sie sind sogar noch eingepackt. Und es ist einfach, es ist kein Langlex-Stempel drauf, es ist wirklich gar nichts. Also sie sind komplett neu, wie gesagt, noch eingeschweißt. Das kann immer mal daran liegen, wenn ja, der Verlag die Bücher aus dem Programm genommen hat oder wenn es eine neue Auflage gibt. Und ich weiß es nicht genau, aber ich möchte es auch gar nicht weiter hinterfragen, weil ich war so, so happy, dass die einfach aussehen wie komplett neu. Und ich bin so, so gespannt darauf. Ich habe mich natürlich nicht damit weiter beschäftigt. Ich habe einfach nur gesehen, okay, ab 55 Euro Bestellwert kriege ich diese ganze Reihe dazu gratis. Die haben wunderschöne Cover. Also ich zeige euch mal den Cover vom ersten, das Cover vom ersten Teil. Und zwar ist das Manduria. Okay, Manduria. Das erste, das Buch der Welten. Okay. Gerade ein bisschen schwierig, das da rauszulesen. Aber das ist, glaube ich, so mit Zeitreisen und so, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die weiteren Cover sehen eigentlich alle gleich aus, nur dass sie eben andere Farben haben. Also das hier ist jetzt in so einem Altrosa gehalten. Und dann ist das hier in so einem wunderschönen Türkis. Also das ist so meine Favorite-Farbe von denen. Sieht richtig schön aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Klappentext an. Ich bin immer noch so begeistert von dem Fakt, dass diese Bücher einfach so brandneu sind und es sie einfach gratis dazu gab. Ich komme nicht drauf klar. Aber wir lesen jetzt einmal den Klappentext. Und zwar, Lina lebt das normale Leben einer 16-Jährigen. Sie geht zur Schule, macht Spaziergänge mit dem Nachbarshund Otto und liebt Literatur. Kaum zu glauben also, als plötzlich eine weiße Wölfin vor ihr steht und mit ihr spricht. Von diesem Moment an gerät Linas vertraute Welt aus den Fugen. Denn ausgerechnet sie soll von einem mysteriösen Buch aus erzählt worden sein. In ihm zu lesen und somit Manduria und das gesamte Weltgefüge vor einer übermächtigen Bedrohung zu retten. In Manduria angekommen, lernt sie den geheimnisvollen Dunkelelfen Darian kennen. Aber warum hilft er ihr, wenn er doch eigentlich auf der Seite der Feinde steht? Und wieso fühlt sie sich so zu ihm hingezogen? War ihre Begegnung vielleicht auch vom Schicksal vorherbestimmt? Okay, das hört sich super interessant an. Vor allem mit anderen Welten bin ich ja immer schon total begeistert. Und es ist wieder mal Fantasy. Wer hätte es gedacht? Also man hat es ja irgendwie schon von den Covern her gesehen. Und damit passt es natürlich genau in mein Winter-/Herbst-Beuteschema. Und ich bin super, super gespannt. Das hört sich sehr interessant an. Es sieht auch gar nicht mal so dick aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Seiten es sind, weil ich möchte es gerade nicht auspacken. Ich werde es dann auspacken, wenn ich es lese. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich habe ja auch wieder die ganze Reihe. Ihr wisst ja, das liebe ich absolut. Deswegen mag ich auch diese Buchpakete so gerne, weil mir fällt es immer total schwer, dann auch tatsächlich weiterzulesen, wenn ich die Bücher nicht zu Hause habe, weil da muss ich sie erstmal bestellen und dann denke ich mir aber, ach, willst du sie wirklich bestellen, weil du hast ja noch so viele ungelesene Bücher und dann, ach, liest du erstmal das Buch und das Buch. Dann ist ein Jahr vergangen und dann habe ich nicht weitergelesen, wie zum Beispiel auch bei Matching Night. Und so ist es ideal, weil ich habe alle Bücher zu Hause und dann lese ich auch automatisch die weiteren Teile direkt, weil ich ja nicht vergessen möchte, worum es geht. Und damit hat man auch irgendwie immer ein viel besseres Bucherlebnis, weil man einfach die Teile so nahtlos hintereinander liest und man nicht dann am nächsten Teil, also im zweiten oder dritten Teil, dann überlegen muss, ah, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall riesig aufs Lesen. So, damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich habe alle Bücher hier neben mir gestapelt und ich habe die ganze Zeit Angst, dass dieser Stapel umkippt, denn der ist ungelogen halt einfach so groß. Ihr habt ja gesehen, wie viele Bücher das waren. Und ja, aber noch steht er. Ich hoffe, er fällt gleich nicht um. Es wäre sehr schade. Ja. Ich hoffe, für euch war vielleicht auch die ein oder andere Buchinspiration dabei. Vergesst nicht meinen Rabattcode, also mit Nina10 könnt ihr 10% auf eure Bestellung sparen, wenn ihr mehr Exemplare bestellen wollt. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir müssen mal kurz über meine Haare reden. Ich habe die mit dieser komischen Methode gemacht, mit diesem Band, was man sich dann da so reinmacht und wo man dann so die Haare drum wickelt. Und ich finde, es sieht tatsächlich mal gar nicht so schlecht aus, also dafür, dass es jetzt wirklich Locken sind, die ohne Hitze gemacht sind. Ja, ich war heute Morgen sehr überrascht, weil ich habe mit dem Ding natürlich dann geschlafen und dachte schon die ganze Zeit so, oh, es wird bestimmt wieder nichts. Aber ich finde, es ist tatsächlich mal was geworden. Ja, wollte ich nur mal kurz loswerden, weil das sind, ich finde, die sehen aus wie mit dem Lockenstab gemacht, aber sind sie nicht. Also sie sind nicht mit dem Lockenstab gemacht, sondern das sind
Locken ohne Hitze. Und sowas funktioniert eigentlich bei mir nicht, weil meine Haare dann immer irgendwie überall hin abstehen und die Locken immer blöd aussehen. Aber ja, das hat irgendwie mal funktioniert. Wollte ich noch kurz zum Ende hin loswerden, für alle, die es irgendwie interessiert. Aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!